Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Twilight Princess! Halt die Fresse nach vorne, Behinderte! Ach, da hinten ist ja nur ein Geist. Wie schön. Wie schön, dass niemand weiß, dass ich keine Geister mag. Voila! Upp, okay, da geht's hin. Das ist wunderschön. Das ist... Au! Ach! Ach, du Vollidiot! Geist, Geist, Geist. Geist, Geist, Geist. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Geist, Geist, Geist. Geist, Geist, Geist. Geist, Geist, Geist. Geist, Geist, Geist. Da oben war er. Was ist da unten los? Geist, Geist, Geist. Geist! Klick, klick. So. Yay. Geisterseele gefunden. Ausrüstungsbildschirm. Jetzt bulle ich mich mal unter den Baum, weil Bäume ja prinzipiell über Eingängen zu Höhlen stehen. Au. Doofe Scheiße! Ach. Die tun ja weh, wenn man die berührt. Platsch! Was ist hier los, ne? Ich sehe Glitzer, Glitzer. Ich will Glitzer, Glitzer haben. Sehr schneller Kampf. Bam! Du füllst echtes Schleimgelee in deine Flasche. Lege es auf Y, X oder R und trinke es. Dadurch werden alle Herzen wieder hergestellt. Außerdem steigt kurzfristig deine Angriffskraft. Geiler Scheiß! Gibt's hier sonst noch was? Gibt's hier Monet? Ich brauche Monet. Naja. So, das ist doch mal was Feines. Lecker, lecker, Schleimgelee. Sind Gummibärchen eigentlich was anderes? Blaues Licht leuchtet nicht mehr blau. Funktion erloschen. Sehr schön. Okay. Wie wär's dann, wenn wir unserem Tutti geilen, ekligen Fischgeruch mal hinterher rennen? Wolfie, straight ahead! Patz! Yay. Mit Gewalt geht nun mal alles. So. Was haben wir hier noch? Schnüffel, 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 Schnüffel. Komm, mein kleines Treffer. Oh, hi! Requiem der Geister? Ich weiß es nicht. Na, rrr. Yay!
Jo! Na komm schon! Komm, ich will noch eine neue Lektion lernen. So langsam kommen wir ja nämlich in den Real Shit der okkulten Künste. Du sollst einer der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Ciao. Okay. Wo sind wir? Okay, wir wollen zurück nach Kakariko. Hell yeah. Machen wir später. Okay, gibt's hier sonst nichts mehr? Cool, dann sind wir ja schon till the end. Würde zwar gerne wissen, wie der Wilde da jetzt reingekommen ist. Vielleicht auch einfach nur eingeschneit. Na. Hätte ich auch mit dem Haken hochgekonnt. Behindert! Da! Patz! Geh weg, du! Joink! Na, geh doch mal geradeaus. Guck mal, Hände! Das war ich aber nicht. Yo. Wee. Give me them moonwalk skills! Okay. Ja, oh! No. Na Jungs? Patz, du Schmock! Da hast du! Und wieder drei Dorfbewohner, die zu einem Portal geworden sind. You. Amitna! Warp! Der läuft uns nicht weg, keine Sorge. Kakariko! Mal wieder! Da-da-da! Schon wieder tagsüber, wenn wir hier sind. Jo! Na, Goldie? Was kriegen wir diesmal? Haben wir jetzt schon? Ist 4 oder 5? Ne, wir haben 5, oder? Hi. Es freut mich, dich hier zu sehen. Es gibt nur noch wenige okkulte Künste, die ich dich lehren kann.
Ich sagte dir bereits, dass einige dieser Künste dich selbst in Gefahr bringen, wenn du sie nicht korrekt ausführst. Willst du eine solche Technik trotzdem erlernen? Also gut. Aber zuvor zeige mir, ob du das Blankziehen beherrschst, das ich dich das letzte Mal gelehrt habe. Also los, greif mich an! Toria! Sehr gut. Du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die sechste okkulte Kunst. Die Riesensprungattacke. Die normale Sprungattacke ist zwar eine enorme Angriffskraft, aber bei mehreren Gegnern ist sie wenig effektiv. Bereite dich auf eine Sprungattacke vor und leg alle Kraft in dein Schwert. Durch einen größeren Sprung trifft das Schwert alle Gegner um dich herum. Das nennt man Riesensprungattacke. Da hättest du auch selber drauf kommen können. Visiere den Gegner mit ZL an, halte A gedrückt und lass im richtigen Augenblick los. Boom, ja! Shockwave Skills! Beeindruckender Schlag. Vergiss nie, im rechten Augenblick loszulassen, um die Kraft zu entfesseln, die du eben gespürt hast. Damit hast du die sechste okkulte Kunst, die Riesensprungattacke, erlernt. Mhm. Nun gibt es nur noch eine okkulte Kunst, die du lernen musst. Du besitzt nun schon fast alles, was einen Helden ausmacht. Fühlst du schon, wie dein Mut und deine Kraft dich Schritt für Schritt zu deinem wahren Gegner führen? Vertraue auf deine eigene Kraft und dann verfolge mutig und entschieden deinen Weg. Er hätte jetzt einfach noch weise sagen müssen. Bitte. Wir werden uns wiedersehen. Yay, yay, yay. Hier ist schon wieder Tag. Ja. Jomikna, Warp, bitte! Wir wollen in die Schneeberge. Und wie wir gerade gesehen haben, haben wir noch ein Stückchen Schneeberg vor uns. Aber das kriegen wir schon hin. Hui. Hatsuria! Hallo! Der scheiß Fisch lebt ja noch! Oh, ungewöhnliche Farbe für einen Wolf. Sieht lecker aus. Aber heute gibt's schon Fisch. Eigentlich schade. Was ein Spasti. Der ist so arg, der Kerl. Ey! Ich wollte mal versuchen, ihn zu hauen. Oh, dachte ich mir doch, so ein Lärm kann nur von einem Menschen stammen. Passiert ja selten, dass sich einer in diese Gegend verirrt. Was willst du eigentlich hier? Du bist wohl einer dieser Typen, die auf der Suche nach sich selbst sind. Nee. Was? Du bist extra hierher gekommen, diesen Spiegel zu suchen? Auf jeden Fall gut geklettert. Und du hast Glück, mich hier zu treffen. Hab gerade neulich eine Scherbe von diesem Spiegel gefunden. Ja, schön. Vielleicht war das ja, was du suchst. Also da. Du kannst ja mit zu mir kommen und dir die Scherbe anschauen. Hab auch gerade diesen leckeren Fisch gefangen. Kannst du mit uns essen? Mein Haus ist da ganz unten. Wir rutschen runter. Mach's mir nach. Voll der Kerl. Yay.
ohne Worte, ne? Der Typ ist so grausam. Patz! Oder hätte ich da jetzt gegen hauen? Mit meiner stählernen Faust des Verderbens. Los geht's! Ted ist so geil! Yeah! Victoria! Also ich meine, wir können auch einfach so springen, aber ich finde es mit der Wirbelattacke viel, viel geiler. Ups. Yay, 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 yay. Wie ihr seht, es gibt Shortcuts. Das ist so geil. Ja. So. Und das macht auch wirklich Spaß und man kann es auch immer wieder machen. Finde ich total cool. Hier ist es? Was ist denn mit dem los? Für einen Schneemensch wohnt er in einem richtigen Palast? Midna ist so geil. Das ist so toll. Bisschen Vandalismus schadet nie. Yo, yo, yo! Jemand zu Hause? Ey, Mann, bei dir spukt's. Bergruine. Krass hier. Ta-ta-da-da-da! Cool. Alles klar, Leute. Wir lassen es hier sein. Dahinter sehe ich doch schon was. Aber wie man da reinkommt, zeige ich euch das nächste Mal. Hoffe ich. Oder vielleicht eher das übernächste Mal. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren oder teilen. Vergesst die Projekte von Corinator und Marlek nicht. Es gibt wieder Ori-Folgen, habe ich gesehen. Der gute Corinator ist ja auch immer höchst beschäftigt mit seinem RL. Donnerstags wie immer Dungeon Keeper und dann bin ich raus für heute. Blackout!